Hallo und herzlich willkommen zurück in der verrückten Welt. Aber immerhin mit Judy. Bisschen sehr tätowiert, boah. Ansonsten recht nett und die hat uns außerdem in die, wir können ja hier mit harten Bandagen antworten, in die Scheiße geritten. Sie muss ja mit dir da drüben von. Ach ne, das ist die Dame mit dem gelockten Haar. Ne? Was ich aber gesehen habe gerade. Ich meine, jetzt mal Schutz hin und her. Ne? Oder nee. Nee, warte jetzt mal. Gehen wir trotzdem ins Inventar. Schaut. Der sieht aus wie der gestiefelte Kater. Und nicht wie ein Nomad. Haben wir wirklich nichts anderes? Wird immer schlimmer, oder? Jetzt sieht er aus wie ein Plastersack. Wie in so ein Hippie. Hip-Hop. Hip-Hopper. Oh, man. Wirklich? Nee, dann lassen wir das an. Oh, müssen wir schauen, dass wir irgendwo was Anständiges bekommen. Hose sieht auch sehr gebügelt aus. Ich glaube, das haben wir alles verkauft. Ne? Was haben wir hier noch bekommen? Nee, lass mal deine Boots an. Das ist sie wenigstens. Bissel aus wie Nomad. Was ist denn hier eigentlich? Aha. Ja. Ja, vielleicht lassen wir die Stiefel tatsächlich an. Ich glaube, die Mods kriegt man nicht mal raus, ne? Bin mir nicht sicher. Und vor allen Dingen deine Basecap. Ah, haben wir auch nichts. Was bringt denn die überhaupt? Ja, ein bisschen? Ja, um ehrlich zu sein, ja. Ich kann das weiße Ding nicht mehr sehen. Ich sag's euch, wie es ist. Eine coole Basecap. Na, ich bin ja wirklich dafür. Judy, ich bin wirklich für eine coole Basecap. Aber das schlägt dem fast den Boden aus. Lass mich alles vorbereiten. Aber setz das Headset richtig auf. Sieh es dir an, ich editiere in Echtzeit. Solide Links-Rechts-Kombo. Jetzt kommt dieses Braindance-Zeug, ne? Ah, da kann ich mich doch überhaupt nicht aus. Kann losgehen. Beschreib mir alles. Vielleicht bemerkst du was, was ich übersehen würde. Wie lange das her ist, seit wir das gemacht haben? So, wir müssen, glaube ich, jetzt in den Editor.
Meditiermodus, ne? Wie? Editiermodus ist bereit. Seh dich in aller Ruhe um. Yeah. Muss ein Scav sein. Sonst zieht sich niemand so an. Ja, das stimmt. Und können wir denn was mitmachen? Scav berauscht. Auf Stereoiden. Ist ein bisschen dunkel hier. Finde ich. Noch irgendwas? Wie weit können wir uns denn umsehen? Können wir denn noch irgendwas... Ich hoffe, wir haben hier alles... Ebene können wir noch wechseln, ne? Wieso können wir... Das können wir gar nicht scannen hier? Scannen? Genau. Okay. Halt. Was ist das hier? So einen Scheiß habe ich schon gehört. Klingt nach Scavs. Unmenschliche Schreie einer Person. Aha. Und kann ich da irgendwas machen? Oder wollen wir mal ein bisschen... Wir können nur zwischen den beiden. Ne, wir können zwischen drei Ebenen, ne, wechseln. Die Thermalebene haben wir noch. Aber die hilft uns am Ende auch nicht viel. Würde ich jetzt mal behaupten. Keine Ahnung, was wir machen. Wer liegt denn hier rum? Das sagen sie uns auch nicht. Die sagen uns ja wenig. Und wenn wir wieder auf die visuelle Ebene gehen, haben wir zwei Dinge jetzt erkannt. Mehr eigentlich nicht. Gewöhnliche Kiste. Decker, Tanaka and Rogers Logo. Normal für einen Müllhaufen. Wenn du nichts Nützliches siehst, versuch die Ebene zu wechseln. Ja, das haben wir ja nur schon gemacht. Aber warte, da ist noch was. Na, Scav-Frau. Wer hätte gedacht, dass die auch XPDs drehen und nicht nur Leute ausweiden? Hochwertiges Cyberware. Was heißt hier, wenn ich nichts mehr sehe? Ich bin nur noch dabei. Seid immer nicht zu. Was ist denn das? Vor kurzem bestellt. Es ist irgendwie interessant, dass wir hier ein Thunfisch-Sandwich-Pizza-Dingsbums haben. Nicht wirklich, ne? Ich glaube, auf der visuellen Ebene haben wir hier alles abgearbeitet. Wir bräuchten eigentlich hier... Das haben wir da hinten, ne? Okay, dann mal... Würde ich sagen, wir lassen es mal weiterlaufen. Das Radio ist voll aufgedreht, damit man die Schreie nicht hört. Aha. Interesting. Vielleicht haben wir noch was Thermalmäßiges vergessen. Denn wir sollten nochmal zurückschalten auf Terminality. Nur mal so ein bisschen, oder? Gehen wir nochmal auf Terminality. Mal Dingetsbums. Und lassen wir weiterlaufen. Aber bei Thermal. Bei Thermal sind wir nicht. Electric Corp Logo auf den Overalls. Electric Core, ein dickes, hitzebeständiges Material. Kraftwerkarbeiter. Haben wir noch? Ja, da halt.
Oder dich haben wir doch schon. Nee, Entschuldigung. So, jetzt hauen sie den auf den Stuhl hier. Das haben wir schon. So, das war's, ne? Schauen wir nochmal die Ebene. Wechseln wir nochmal kurz die Ebene durch. Aber so thermaltechnisch sieht es mau aus, oder? Aber vielleicht, keine Ahnung, mache ich grundsätzlich was falsch. Das haben wir. Und das haben wir auch, ne? Was haben wir hier? Dieses Synth-Kaffee-Aroma schlägt nichts. Billig Scheiß. Und kalt. Mhm. Backe-Slice. Oh, es ist wichtig, oder? Starbucks praktisch. Für Arme. Der Kaffee war kalt. Vielleicht einen Tag alt. Aber die Pizza sah frisch aus. Also? Also kaufen Sie regelmäßig bei Backe-Slice. Was man nicht wegen des tollen Geschmacks und der frischen Zutaten macht. Niemand schleppt eine Pizza, die nach Styropor schmeckt, durch die halbe Stadt. Okay, wir suchen nach einem Electric-Corp-Kraftwerk bei einem Backe-Slice. EC hatte mal ein riesiges Gelände in Charter Hill. Backe-Slice gibt's da auch. Aber bist du dir sicher? Na klar. Weiß halt nichts anderes. Das heißt nicht, bist du dir sicher? Ich bin zufrieden, dass ich überhaupt hier irgendwas machen kann. Wir schauen noch mal ein bisschen autotechnisch das Ganze an. Wir schließen das Ganze. Okay, also ein altes Electric Corp Kraftwerk in Charter Hill. Das muss erstmal reichen. Mehr kriegen wir hier nicht mehr raus. Sag bitte nicht wir. Ich schieb alles auf die. Los, wir müssen dahin. Ja, fahren wir zusammen? Na klar. Okay, auf geht's. Dann mal los. Judy, was ist denn da eigentlich stehen? Underwater? Wird die Bilder nicht los. Aus der Todesmottenwirtu, die wir gesehen haben. Wenn alles, was die aufnehmen, Snuff ist, dann... Sag's nicht. Die müssten total bescheuert sein, um F für sowas zu verschwenden. Wie meinst du das? Wir reden von einem Mädchen, das nicht nur ein Vollprofi ist, sondern sogar ein Puppenimplantat hat. Ich meine, sowas findet man nicht an jeder Straßenecke. Hm. Ich sag nur unter Wasser, wo jeder Gedanke leicht auszuatmen ist. Oder ausgeatmet werden kann. Oder geatmet werden kann. Das ist ein sehr philosophischer Spruch hier. Underwater. Thoughts can breath easily. Easy. Aber Judy, bei dir ist sehr angenehm zu fahren. Gut, dass ich mit dir gefahren bin. Es ist wieder ein bisschen leiser, das Radio, ne? Bei uns ist es zu laut. Ja, wie man es macht. Ihr wisst ja, wie man es macht, macht man es eh verkehrt. Judy! Gar nichts mehr zu sagen? Was ist denn da hinten eigentlich? Ach, das ist dein, ne? Damit arbeitest du. Also...
Moment, Polizei. Also haben wir den Braindance hinter uns. Ich hoffe, wir haben nichts übersehen. Schwerwiegendes. Denkt ihr, wir können auch mit so einem Hovercraft-Auto oder so einem Blade Runner, sag ich mal, Blade Runner-Auto in der Luft fliegen? Das fände ich doch sehr schön. Was ist denn jetzt los? Probleme? Verfahren? Nee. Fragen wir hier? Sie ist eine sehr vorsichtige Autofahrerin. Und da wären wir. Gehen wir rein? Such nach einem Eingang. Ich bleibe hier und scanne im Subnet nach Bauplänen für die Anlage. Vielleicht finde ich ja was. Ich komme nach, sobald ich was habe. Bis dahin bleiben wir per Holo in Kontakt. Klingt nach einem Plan. Kleine Warnung, sieht brutal aus da drin. Na und? Wenn du denkst, dass mich das abhält, hast du dich geirrt. Okay, dann mal los. Ja, die Frage ist jetzt, also ihr wisst ja, ne? Schleichen ist meine große, praktisch, meine große Stärke hier. Im Grunde nennt man mich den Schleicher. Manchmal werde ich auch der Assassine genannt. Daten. Ich speichere nicht davor, weil ich denke, dass es nichts wird. Sondern einfach nur, falls zufällig es sein könnte, dass das Spiel abstürzt. Kann passieren manchmal, ne? Es ist möglich. So, wir gehen mal ein bisschen in die Knie. Ich weiß nicht, ob wir hier überhaupt in die Knie müssen. Ja, und bei Deus Ex wäre halt jetzt hier eine Luke, ne? Und da könnte man es durch. Das ist halt schön. Finde ich. Irgendwie. Aber okay. So, deine sieht schon super aus. Kommen wir schon mal hier rein? Was gibt's denn hier? Könnten wir für Judy mitbringen, einen leuchtenden Lippenstift. Ich weiß noch nicht, ob ich es mache. Weil es ist dann am Ende, es ist auch nicht das richtige Geschenk, so einen gebrauchten Lippenstift vielleicht. Bin mir nicht sicher. Ein Frühjahrskatalog. Den könnten wir aber Judy mitbringen. Ich weiß ja nicht, wie sie so drauf ist. Mit Frühjahrskatalogen. Hm. Die nehmen wir. Liegt einfach rum, ne? Das fand ich schon beim ersten Witcher nicht schön, dass man alles mitnehmen konnte. Das finde ich hier noch genauso wenig schön. Das hier, jetzt mal ganz ehrlich, wer liegt denn... Es mag ja sein, dass einer mal eine Waffe vergisst irgendwo, ne? Sehe ich hier ein. Dass einer mal das vergisst, sehe ich durchaus ein. Aber jetzt... So viele Waffen, die wir hier rumliegen haben. Ich weiß nicht. So, jetzt wollen wir schauen hier. Daten. So. Wir müssten also hier rein. Oh man. Ich sehe noch nicht mal im Entfernen. Oder hier hinten rauf. Aber wie sollten wir dann auf die andere Seite kommen? Das hat alles wenig Sinn, ne? Ich geh mal hier rüber. Scannen. Scannen. Okay. Wir haben hier ein... Yes. Dort vorne ist noch einer. Hier ist die Frage, ob noch einer kommt. Hier hinten. Bin ich mir nicht sicher. Kommt man hier irgendwo hin?
einzunehmen. Keine Chance. Okay, was sehen wir denn von hier? Hier könnte man dahinter, zumindest. Der da drüben? Die sind alle hinter uns. Vielleicht. Ein bisschen Glück. Interesting. So. So, der steht mit dem Rücken zu uns. Der andere auch. Wenn wir hinter der kommen würden, wollen wir es mal mit... Also, falls das Spiel abstürzt, ihr wisst. Ah, jetzt kommt er. Daten. Wisst nur, du, falls das Spiel abstürzt. Können wir uns eigentlich hier ran? Nee, ne? Oh, sie kommt ein bisschen näher. Könnte von Vorteil sein und von Nachteil. Aber jetzt ist der bis hier. Das ist natürlich blöd. Es wirft meinen Plan komplett über den Haufen. Ich meine, der hier, der ist wirklich sehr abgelegt. Oh, jetzt ist der hier. Kannst du wieder runtergehen? Kannst du bitte wieder dich rumdrehen und... Hallo? Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Der andere da drüben, der ist mir sehr sympathisch. Der da auf die Zahl... Vielleicht ist der ein Börsen... Ein Börsenheini, ne? Und verfolgt hier... Kann das sein? Können wir irgendwas ablenken? Boah, der kommt jetzt ein bisschen... Hab den Bauplan. Ich bin sofort da. Versuche einen Weg in die Untergeschosse zu finden. Oh mein Gott. Willst du? Das ist eine Beimank, oder? Okay. Ich weiß, dass ihr mir bestimmt jetzt schon ein paar Mal gesagt habt, wie gut ihr das könnt. Und das glaube ich euch. Ich eben nicht. So, wir versuchen uns jetzt Daten. Daten. Also nur falls abstürzen, ihr wisst. Falls es, ihr wisst, das Spiel ist schwer absturzgefährdet. Daten. Daten. Muss es nur ruhig sein. Da, komm, ach, na gut. Das sehe ich ein. Die Frage ist, ob wir das Börsenmogul... Ach, lieber, ne? Gehen wir auf Nummer sicher. Hoffentlich kommt hier niemand vorbei. Ah ja, das ist gut. Was ist denn hier noch liegen? Ah, yes. Ah, yes. Was ist denn hier? Was schaust denn du dir hier? Du schaust voll in die Matrix. Mein Freund. Aber so komplett in die Matrix. Halt, du bist noch jemand. Warte mal, vielleicht sollte man den doch wegpacken. Schau mal kurz rein. Das ist natürlich jetzt die große Preisfrage. Daten? Ja, ich verstehe dich, mein Freund. Ich weiß ja momentan nicht, was ich machen soll. Vor lauter Angst. Du siehst mich in jedem Fall. Und das ist blöd. Wenn ich hier rüber eiere, müsste ich sehr schnell rüber eiern. Du kannst dich nicht verstecken. Boah, wirklich? Hier gibt's ein Problem, Leute. Oh, nee.
Oh nee! Oh nee! Ich werde dich finden, du. Ach, warum? Ich hör doch. Ich bin noch nicht mal. Was jetzt? Och, die sind so böse, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Das gibt Ärger! Hab Schüsse gehört. Lebst du noch? Ja, keine Zeit hier rumzuschleichen! Das kann nicht euer Scheiß Ernst sein! Es ist traurig. Leute, reißt euch verdammt nochmal zusammen! Das ist traurig, sag ich euch. Ihr wisst, mein zweiter Vorname ist... Ach, da oben ist auch einer. Schalte. Mein zweiter Vorname ist eigentlich Schleichen. Mein zweiter Vorname heißt Schleichen. Scannen? Nicht, dass es irgendwas bringt. Scannen? Nicht, dass es irgendwas bringt. So, was mache ich überhaupt hier? Ich denke, du wolltest irgendwas finden. Was ist denn so? Hilfe noch? Warum nicht? Man weiß es nie, für was man es mal brauchen kann. Ja, wohin soll ich denn, meine Gute? Wahrscheinlich eher rechts rüber, oder? Also hier glaube ich nicht. Das ist. Wie gehen wir dort weiter? Weil hier war eine Kamera. Sieht's am Einladen. Tendenzen aus. Was haben wir hier im Angebot? Würdigt. Würdigt wenigstens meine Bemühungen. Ich hab's versucht. Ich hab's tatsächlich versucht. Daten. Achso, warte mal. Sind wir jetzt außerhalb des Kampfes? Können wir dann praktisch mit dem Rucksack und meinethalben hier, sowas, können wir uns da wieder aufmotzen? Können wir. Das ist schön. Habt ihr, hättet ihr, wahrscheinlich nicht, ne, wir spielen das Ding hier durch. Weil, was mir halt sehr gut gefällt, ist trotzdem, wie die eine Geschichte erzählen, auch wenn die jetzt, die ist, also ich finde sie gut bisher, ne, finde sie echt gut bisher. Obwohl ich mir, ja, man ist halt den Witcher gewohnt. Obwohl es, um ehrlich zu sein, ich mal ein bisschen mehr drunter vorgestellt hätte. Aber... Ich hab einen Weg runtergefunden. Siehst du meine Position? Yep, bin sofort da. Warte auf mich. Aber... Was hier? Soll ich hier auf dich warten, oder? Aber... Sie kommt nicht an den Witcher ran, an die Story. Was ist denn los? Alles gut? Kann ich weiter? Ich geh mal weiter. Aber was mir halt sehr gut gefällt, ist wirklich die Immersion.
Genau so mag ich das. Aber es ist. Bin da. Nicht perfekt. Wir müssen zum Untergeschoss 2. Ich wette, da halten sie sie fest. Hörst du das? Ich höre gar nichts. Wohin müssen wir? Was soll ich denn hören? Ich habe jedenfalls wieder einiges an... Ach, hier. Warte mal, ich versuche mal wegzustecken. Ich habe es immer noch nicht die Taste gefunden. Ihr habt es mir bestimmt schon dreimal gesagt. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr vor. Das kenne ich. Was für ein Hemd. Das ist hier wirklich sehr, sehr vorproduziert. Also da kann ich auf Tipps und Tricks fast überhaupt nicht eingehen. Die Staffel ist komplett vorproduziert, fast so gut wie wenn ihr die seht. Was für ein Hemd. Ich hätte schwören können, dass wir eine Taschenlampe haben. Wir haben nicht genug Methionin für die Ladung heute. Kein Problem. Wir strecken das mit RTL und das Gewicht stimmt. RTL? Erythritol. Süßkram für Erwachsene. Dieses RTL macht doch keinen Schaum vom Mund oder so, ja? Sonst können wir dicht machen. Hast du überhaupt eine Ahnung, was wir hier backen? Propylmethionin macht so derbe High, dass sich selbst ein Animal in die Hose kacken würde. Und du denkst, ein bisschen künstlicher Süßstoff macht was aus? Ich verstehe nicht, warum die das nehmen. Das kauft keiner, weil er es mag. Abgesehen von den Irren. Wer kauft es dann? Jetzt würde ich natürlich ein bisschen nervös werden an ihrer Stelle. Verschwinde da, sonst sehen sie uns. Wir müssen aber da durch. Achso, das wollte ich eigentlich nicht nehmen. Warte mal, vielleicht sehen sie uns doch nicht. Wenn ich dahinter gehe. Nee, die sieht uns. Ja, ich habe zu viel... Ich gebe es zu. Ich habe zu viel... geschaut. Und dann hat sich dem sein... Balken immer mehr aufgebaut, ne? Und dann war es halt zu spät. Und Schluss mit lustig. Das sehe ich vielleicht noch... Ah. Das sehe ich vielleicht noch ein. Schau mal, vielleicht ist er jetzt... Mit, oh. Vorsicht, die haben was gehört. Ja, ja. Kann zu glauben. Daten. Hey, nicht schlecht. Ha? Habe ich mich... Ich bin Nomade. Moment. Technologie. Ich habe eine Idee, wie ich sie ablenken kann. Danach schleichen wir uns vorbei. Ja, klar. Okay, jetzt. Schleichen. Ist logisch. Schleichen. Nennt mich den großen Schleicher. Okay. Halt, da ist jemand. Ich sehe einen Weg runter. Hasch, Vorsicht, da sind zwei. Ach, wirklich? Du erledigst. Okay. Was willst du denn machen? An den Rohren darum spielen, Rauch erzeugen. Ja. Ich bin zu jung, um dort zu drehen. Mach keinen Blödsinn. Die Show geht gleich los. Geh in Deckung. Okay. Jetzt, mach sie fertig. Keine Ahnung, was du willst. Ah.
Hast du sie? Herrlich. Okay. Immerhin. Wir zwei sind ja ein Dreamteam. Was zur Hölle? Was ist denn los? Wir zwei sind ja fast ein Dreamteam. Daten? Judy? Das war nicht schlecht. Das erste Mal, dass irgendwas geklappt hat hier. Okay. Das scheint ein Wartungsraum zu sein. Mal sehen, was ich da finde. Auf alle Fälle ein Bösewicht. Moment. Ah, so. Bin wieder dabei. Ist hier irgendwo eine Kamera? Was ist das hier? Scannen. Leiche. Weiblich. Haben ihre Implantate rausgerissen. Und wo sie schon dabei waren, auch gleich... Wie äußerst effizient. Scannen? Scavs, egal wie viele man zerquetscht, es kriechen immer Hattest wohl schon das Vergnügen, also, mit Teilchen? Leider ja. Ich will immer aufstehen, wisst ihr? Jetzt. Und da habe ich es weggedrückt. So, ja. Was ist eigentlich das hier? Ach, da kann man wieder Geld scannen. Ja, das kann ich sowieso nicht. Das nehmen wir gleich. Ach, Komponenten könnten wir auch immer mitnehmen. Ist vielleicht nicht das Schlechteste. So ein paar wenigstens. Also. Was haben wir hier? Ja, gerne. Gerne. Lebensenergie. Gerne. Was ist hier für ein... Achso. Was habt ihr hier noch? Yes. Und danke. Ja, Karten brauchen wir nicht. So, dann gehen wir weiter, ne? Was ist denn hier noch? Kurz mal schauen. Zerrissene Netzstrümpfe. Judy? Wenn man nicht sieht. Ich hasse diesen Ort. Warum? Weil uns keine Überwachung für jeden Tag schiebt. Komm, probieren es ganz schnell. Weil wir nicht den ganzen Tag draußen im Regen stehen müssen. Ja, das ist echt scheiße, Mann. Ich hasse es, dass ihr alle rot seid. Die Tür ist da drin. Geh, ich hält keine auf. Oder ich schlage dir einfach. Daten. Aha, ich hasse. So, wir haben hier vorne jetzt jemanden. Wir sind wieder im Schleichen. Werde es kaum glauben. Die Alarmbereitschaft hat sich anscheinend... Keine Ahnung. Die Dogs hasse ich auch. Die ganze Stadt ist eine stinkende Güllegrube. Da hast du recht, mein Freund. Aber der schaut genau in unsere Richtung, wenn ich auf unser inneres Radar schaue. Das ist nicht schön, ne? Ich bin Gillian Jordan und das ist das Neueste aus aller Welt. Der Einsturz der Luna Rinskaya Uranmine direkt außerhalb von Novosibirsk in Südsibirien war tragisch, hat aber ein glückliches Ende gefunden. Okay, jetzt kann man. Zur Erinnerung, bei dem Unglück damals waren 35 Bergarbeiter nach einem schweren Erdbeben tief unter der Erde gefangen. Wo bist du? Na, am Studio, glaube ich. Hast du was gefunden? Hab den Aufzug gesäubert, damit wir leichter rauskommen. Das ist ein Wort. Du verschwendest keine Munition. Bin beeindruckt. Warte eine Sekunde auf mich. Daten? Seid ihr auch so beeindruckt, dass ich keine Munition verschwende?
Dienstag. Das, wartet mal halt. Ich soll auf sie warten. Da ist sie. Sei grüßt. Okay, ich bin da. Suchen wir sie. Halt durch, F. Hätte ich kaum erkannt. So, ja, wir gehen. Achtung, da vorne ist allerhand. Verschwinde da, sonst sehen sie uns. Ja. Ah. Evelyn, fass sie bloß nicht an! Ich mach nix. Ach du grüne Neune. Sag Bescheid, bevor du es rausziehst. Dann unterbreche ich gleichzeitig die Verbindung. Was denkst du denn? Was soll ich machen? Das, weshalb wir hier sind. Sie nach der Wahrheit fragen. Johnny, sie ist bewusstlos. Oder eine bessere Schauspielerin, als wir dachten. Du bist ein Arsch. Mit Ohren. So, pass auf. Ich bin soweit. Okay, dann mal los. Okay. Los geht's. Mach dich bereit. Und... jetzt! Gott sei Dank. Ev? Evelyn, hörst du mich? Puh. Was stimmt nicht mit ihr? Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Sie muss stark traumatisiert sein. Können wir sie bewegen? Keine Hirnblutung oder Verletzungen der Wirbelsäule? Ich sehe jedenfalls keine Wunden. Wir haben wohl keine Wahl. Bringen wir sie in Sicherheit. Und zwar schnell. Wo lang? Ich habe die Türen versiegelt und die Aufzüge mit Strom versorgt. Na dann zu den Aufzügen. Daten? Daten? Mist. Ja, nur zur Sicherheit, ihr wisst. Wie ist es? Komm schon, ist doch nicht so schwer. Bitte, nur eine. Für mich. Brauchen ist was für Poser und es stinkt. Oh, verdammt, quatsch nicht! Mach endlich eine Kippe an! Nein. Nichtraucher sind die Pest. Ich habe echt nur Pech. Das freut mich. Rein. Ah! Endlich mal, was mich freut. Warten wir noch ein bisschen. Hast doch gesehen, wie sie aussah. Wenn's nach mir ginge, hätte ich ihr gleich im Studio Wasser ins Gesicht geschüttet und sie gefragt. Du Pfeife! Genau so, mein Freund. Wird auch nicht besser aussehen, wenn du deinen Arsch nicht bewegst. Tja, ich bin geduldig, mein Freund. Ich hab keinen Bock darauf zu warten, dass so eine dumme Nutte endlich aufwacht und checkt, was sie angerichtet hat. Ja, du bist der absolut Beste hier. Super cooler Typ. Peace-Zeichen. Wird auch nicht besser aussehen, wenn du deinen Arsch nicht bewegst. Ah! Okay. Geht aber nicht nach dir, oder? Gehen wir. So sieht's aus. Sehr schön, mein Freund. Gut geantwortet. Aber wir gehen nicht mehr heute. Wenn ich natürlich nur wenn geht. Daten. Jeps. Es geht nicht mehr heute, sondern nächstes Mal. So ein blödes Arschloch, oder? Also, ich weiß, ihr findet den cool und alles, aber für mich... Eieiei. Ciao.
Ciao. Ciao.